Valtteri Bottas gegen Checo Perez. Wer hat in seiner Zeit gegen seinen dominierenden Teamkollegen mehr dagegen gehalten? Das will ich in diesem Video analysieren. Wir schauen uns die Statistiken dazu an und es wird ein eindeutiges Ergebnis geben. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Natürlich müssen wir uns unterschiedliche Zeitpunkte anschauen. Valtteri Bottas ist ganze 5 Saisons für Mercedes mit Lewis Hamilton in einem Team gefahren. Sergio Perez ist aktuell in der 3. Saison zusammen mit seinem Teamkollegen Max Verstappen. Die Saison läuft natürlich auch noch. Und wir legen los mit der ersten Kategorie, nämlich der endgültigen WM-Platzierung. Beide Fahrer, das kann man denke ich schon durchaus sagen, saßen in ihren Saisons jeweils im besten Auto, beziehungsweise 2021, da waren der Mercedes und der Red Bull denke ich schon sehr, sehr gleich auf. Beide Fahrer sind natürlich jetzt nicht Weltmeister geworden, aber wie weit haben sie es denn tatsächlich geschafft im WM-Tableau ganz am Ende? Man sieht beispielsweise, Valtteri Bottas hat es erst im 3. Jahr, also 2019, geschafft, das erste Mal Vize-Weltmeister zu werden, im damals besten Auto, dem Mercedes. Sergio Perez wird es jetzt voraussichtlich 2023, also auch im 3. Jahr, das erste Mal schaffen, dann auch Vize-Weltmeister zu werden. Die Saison ist natürlich noch nicht ganz durch. Ein Blick auf die jeweilige Durchschnittsplatzierung ergibt folgendes Bild. Beide, auch auf die Nachkommastelle genau, haben hier Platz 3 im Durchschnitt erreicht. Deswegen gibt es hier in dieser ersten Runde natürlich keine Punkte bei diesem Unentschieden. Gehen wir weiter in die nächste Kategorie. Wie sieht es denn aus auf eine schnelle Runde am Samstag im Qualifying? Schauen wir uns mal die Pole Positions an. Hier sind die Zahlen und es fällt natürlich schon mal auf, Valtteri Bottas 2019 konnte hier seinem Teamkollegen Lewis Hamilton wirklich die Stirn bieten. Auch 2021 war er nah dran, Lewis Hamilton zu matchen. Also hier wirklich Ehre, wem Ehre gebührt. Valtteri Bottas auf eine schnelle Runde, ja auch tatsächlich immer sehr, sehr stark, sehr, sehr nervenstark gewesen. Das kann man von Checo Perez allerdings nicht behaupten. Ihr seht es an den Statistiken. In all den 3 Saisons zusammen mit Max Verstappen war er nicht wirklich in der Nähe von Max Verstappen. Insgesamt nur 3 Poles und auch die erste Pole für Red Bull hat er erst in der 2. Saison herausgefahren. Jetzt diese Saison kamen nochmal 2 Poles dazu, aber hier ist er natürlich wirklich weit weg von Max Verstappen. Diese Statistik wird noch deutlicher, wenn man sich hier mal die prozentuale Verteilung anschaut. Valtteri Bottas beispielsweise 2019 wirklich auf einem Level wie Lewis Hamilton, also auf 100%, und auch die Saisons danach, die beiden, hat er zumindest über 50% der Poles von Lewis Hamilton erreicht. Diese Zahlen wird ein Sergio Perez auf jeden Fall nicht erreichen können. Aktuell ist ja Max Verstappen auch so dominant, dass selbst 2023 diese 25% gerade kontinuierlich runtergehen, wenn nicht Checo Perez jetzt doch nochmal irgendwie die Kurve kriegt. Der Durchschnittswert von Valtteri Bottas lässt sich hier auch wirklich sehen. Er ist nah dran an den 50%, während Sergio Perez nur auf 12% rumkrebst. Also hier muss man sagen, eindeutiger Punkt für Valtteri Bottas und man muss es einfach sagen, zumindest samstags konnte Valtteri Bottas immer mal wieder wirklich auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton kämpfen. Zumindest am Samstag konnte er das Duell noch einigermaßen spannend halten. Aber wirklich spannend sind natürlich dann erst die Sonntagsergebnisse. Hier werden die Punkte verteilt, hier geht's ums Ganze. Schauen wir uns also die Siegquoten der jeweiligen Fahrer an. Valtteri Bottas, hier fällt beispielsweise auf, dass 2018 er natürlich ein katastrophales Jahr hatte, kein Sieg in diesen dominanten Mercedes erringen konnte, während Lewis Hamilton 11 Saisonsiege damals feiern konnte. Diese Saison konnte Valtteri Bottas also vergessen. Ähnlich sieht es aber auch 2021 aus. 2017 und 2019 waren hier dann aber auch wirklich gute Saisons. Jetzt blenden wir mal die Red Bull-Ergebnisse ein. Zuallererst natürlich sehr, sehr krasse Zahlen, die Max Verstappen hier liefern kann. Aber umso enttäuschender auch hier die Statistik von Checo Perez. Ein Sieg in der ersten Saison, jeweils 2 Siege in den darauffolgenden Saisons. Das ist einfach zu wenig, wenn man natürlich wirklich auf Augenhöhe mit dem jeweiligen Champion sich messen möchte. Und das möchte Checo Perez ja. Da sind diese Zahlen natürlich sehr, sehr enttäuschend. Schauen wir uns nochmal die relativen Ergebnisse an. Es gibt 2 Saisons, da ist Valtteri Bottas immerhin über 30%, was das Niveau von Lewis Hamilton angeht. Und das waren ja auch krass dominante Jahre von Lewis Hamilton. Da war er auf jeden Fall auf seinem All-Time-Peak, das muss man schon sagen. Also Valtteri Bottas, Hut ab. 2018 müssen wir da natürlich ein bisschen streichen und bei Checo Perez muss man einfach sagen, eine Quote von unter 20% ist einfach zu wenig. Diese Zahlen hat selbst Valtteri Bottas noch in seinen beiden letzten Saisons geschafft und danach ist er ja dann tatsächlich dann gefeuert worden, beziehungsweise sein Vertrag bei Mercedes wurde nicht mehr verlängert. George Russell ist dann ja ab 2022 für ihn im Mercedes gefahren
Und aktuell muss sich hier, denke ich, wenn es rein um diese Statistik geht, Checo Perez auch um sein Cockpit Sorgen machen. Hier sind noch die Durchschnittsergebnisse eingeblendet und das heißt natürlich 2:0 für Valtteri Bottas. Und wenn ihr es so weit im Video geschafft habt, dann lasst doch jetzt gerne noch ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Am Ende einer Saison, da wird immer abgerechnet, schauen wir uns also jetzt in der nächsten Kategorie die Punkte an am Ende der Saison. Ich blende euch erstmal die absoluten Ergebnisse ein. Hier fällt mir beispielsweise auf, die erste Saison von Valtteri Bottas, die war wirklich gut, wenn man sich die Punkte anschaut. Da war er wirklich gar nicht so weit weg von Lewis Hamilton. Danach wurden die Vorsprünge von Lewis Hamilton ein bisschen größer. Bei Max Verstappen waren sie immer in allen drei Saisons relativ hoch. Diese Statistik wird besonders transparent, wenn man auch hier die prozentualen Werte einblendet. 2017, 2019, das waren wie gesagt die sehr, sehr guten Saisons von Valtteri Bottas. 84% bzw. 79% von den Punkten, die Lewis Hamilton am Ende erreicht hat, um dann auch Weltmeister zu werden. Das ist wirklich keine schlechte Statistik. An diesen Zahlen, da kommt Sergio Perez tatsächlich nicht dran. Besonders 2021 hat er nicht mal die Hälfte der Punkte von Max Verstappen geholt. Und ich erinnere mich auch noch gut dran, 2021 war sogar eigentlich eine Saison, wo er eher hochgelobt worden ist als Minister of Defense und so weiter. Das hat er sich natürlich auch ein bisschen verdient. Aber hier hat er auch ganz klar die Nummer 2 gespielt, war vielleicht in der einen oder anderen Situation auch eine wirklich gute Nummer 2, wenn man es beispielsweise im Kampf mit Lewis Hamilton beim Abu Dhabi Grand Prix 2021 sieht. Aber wenn man einfach nur die nackten Zahlen betrachtet und die Teammates hier miteinander vergleicht, da muss man auch sagen, dass selbst in dieser sehr, sehr schwachen Saison von Valtteri Bottas er näher dran war an Lewis Hamilton als Sergio Perez an Max Verstappen. Bottas hat danach sein Cockpit verloren, Perez durfte jetzt natürlich noch ein bisschen weiterfahren. Aber hier muss man auch sagen, wenn man sich dann das Endergebnis, die Durchschnittswerte hier anschaut, das ist auch ein Punkt, der hier an Valtteri Bottas geht. 3:0. Bei der nächsten Kategorie lasse ich euch erstmal ein bisschen kurz raten, was könnten diese Zahlen hier bedeuten. Sehr, sehr interessant. Wir sehen hier nur Nuller. Was möchte ich hiermit bewirken? Was möchte ich euch zeigen? Das sind die teaminternen Crashes. Und natürlich für einen Christian Horner, für einen Toto Wolff sind das sehr tolle, beruhigende Zahlen. Es gab keinen einzigen Incident zwischen Bottas und Hamilton, beziehungsweise zwischen Verstappen und Perez. Aber mir als Formel 1 Fan zeigt es halt auch irgendwie, dass es halt nicht so richtig knistert in diesen Teamduellen. Und das ist umso bitterer, dass wenn es natürlich so ein dominantes Auto wie den Mercedes früher oder den Red Bull heute geht, dass es halt keinen Teamkollegen gibt, der da der Nummer 1, der eigentlichen Nummer 1, so ein bisschen Parodie bieten kann. Dass es auch packender geht, haben beispielsweise Lewis Hamilton und Nico Rosberg zwischen 2013 und 2016 gezeigt, als diese beiden Teammates waren bei Mercedes. Gerade 2014, 15 und 16 waren das wirklich auch packende WM-Duelle, an die wir Formel 1-Fans uns natürlich noch sehr, sehr gut erinnern können. Unter anderem natürlich auch 2016, als es dann aber auch zweimal gekracht hat, beispielsweise beim Spanien Grand Prix oder auch beim Österreich Grand Prix. Gerade die Saison 2016 war trotz dieser Mercedes-Dominanz sehr, sehr packend. Das würden wir uns heute natürlich auch wünschen. Aber 2016, da hatten wir diesen packenden WM-Kampf. Das ist Stoff für ein eigenes Video und das findest du jetzt hier.